Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sudden Strike 4. Wir befinden uns ja in der Erweiterung Pacific War in der ersten japanischen Mission. Ihr seht, wir sollten ja auf der Insel die Geschütze zerstören. Hier waren die ersten zwei, auch die Flakgeschütze waren hier und hier waren die nächsten Geschütze. Haben wir alle zerstört? So, jetzt bleibt ja nur noch ein Teil hier vom Flughafen zu erobern. Und die zwei Geschütze hier hinten, ne? Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben drei Bodenkampfflugzeuge, haben wir ja noch. Wir haben ja noch gar keins eingesetzt. Und wenn ihr nämlich diese Flakgeschütze zerstört, also jetzt sagen wir mal die drei hier, bekommt ihr nämlich ein Bodenkampfflugzeug dazu. Eins habt ihr von Anfang an. Jetzt haben wir ja die zerstört, haben wir eins dazu bekommen und dann waren ja noch Flakgeschütze hier. Haben wir zerstört, haben wir auch eins dazu bekommen. Und jedes Mal, wenn ihr nämlich so eine Geschützbatterie hier ausschaltet, also die zwei Geschütze auf einer Insel hier, dann bekommt ihr auch Verstärkung hinzu. Die werdet ihr auf jeden Fall brauchen. Ihr seht, so viele Infanterieeinheiten haben wir ja jetzt momentan auch nicht. So, wir müssen jetzt erstmal den Flughafen hier säubern und dann müssen wir schauen, dass wir hier hochkommen. Also da wird uns ja nur einiges bevorstehen hier, vor allem was uns hier noch erwartet hier oben. Werden wir dann auf jeden Fall sehen. Bis hier gehe ich mal davon aus, dass hier wirklich nicht viel ist hier auf dem Weg. Wobei ich dann denke, dass es hier, weil hier schon wieder die US-Fahne weht, dass hier einiges noch an Infanterie steckt. Und dann ja hier in die Schützengräben, das ist ja klar. Man weiß ja auch nicht, was hier jetzt zum Beispiel noch hier an dieser Anlegestelle ist, weil hier ist auch eine Fahne. Also ich denke, hier, wo die Fahnen sind, wird noch eine Menge Infanterieeinheit sein. So, aber das Wichtigste ist jetzt erstmal hier unten unser Flughafen. Jetzt müssen wir mal schauen. Also wir haben jetzt hier die Scharfschützen. Ich glaube, wir müssten jetzt hier mal wieder die Einheiten neu aufstellen, glaube ich. Oder reicht es noch? Jetzt müssen wir mal gucken. Hier haben wir Einheit 2. Der gehört auch zu Einheit 2. Das brauche ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht. Das ist Einheit 6. Hier haben wir Einheit 5. Einheit 3. Die 4 und die 1 ist unser Scharfschütze. Das ist 8 und 9. Okay, also die haben wir ja schon alle gemacht hier. Hier haben wir Einheit 3. Jetzt werden wir trotzdem mal mit unserem Grenadier hier das MG hier aufbauen. Und werden diesen Bunker hier unter Feuer nehmen. Ich weiß jetzt noch nicht, so nah war ich glaube ich noch gar nicht dran, um zu sehen, ob der Bunker überhaupt besetzt ist. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass er besetzt ist. Jetzt müssen wir erstmal aufklären. Jo, der Bunker ist besetzt. So, wir brauchen auf jeden Fall jetzt erstmal einen Aufklärer hier, der uns ein bisschen eine Sicht verschafft. Vor allem weiß ich auch nicht, ob jetzt hier dieser Turm zum Beispiel von Scharfschützen besetzt ist, keine Ahnung. Bis jetzt haben wir noch kein Feuer von dem hier eingenommen. So, jetzt schauen wir mal hier weiter vor mit dem Offizier. Ob der ein bisschen einen größeren Sichtradius hat zum Aufdecken hier. Dass unser MG mal den Bunker hier unter Beschuss nehmen kann. Ja. Du sollst eigentlich nicht schießen. Jetzt gehen wir mal nur Feuer mit unseren Scharfschützen hier drauf. Okay. Aber die Einheiten, ihr seht vom Bunker selber, schießt nicht auf unseren Offizier. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Jetzt werden wir mal die Einheiten hier. Ja, die lassen wir jetzt mal hier. Was haben wir jetzt noch? Neun. Die Neuner verstärken wir jetzt mal hier die Zweier hiermit. So. Nehmt jetzt endlich mal den Bunker hier ein. Ja, so wie es ausschaut, sind glaube ich nur zwei Soldaten hier drin. Achso, halt, habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe jetzt nur einen Soldaten ausgewählt. Was haben wir hier noch? Hier ist die 3. Ihr geht jetzt mal bitte hier hinter. So, einer drei versammelt sich hier hinten. Wo ich natürlich jetzt trotzdem mal beim Überlegen bin. So, Bunker ist gesäubert. Da wir eh so viel Bodenkampfflugzeuge haben, ob ich nicht trotzdem mal hier welche hersetze, weil ich.
Irgendein Haus ist 100% besetzt, aber welches ist ja natürlich die Frage. Aber wenn ich hier die Fahne sehe, gehe ich davon aus, dass das hier wie so eine kleine Kaserne oder was hier sein soll. Wir werden jetzt hier einfach mal ein Bodenkampfflugzeug draufsetzen, lassen den jetzt mal so fliegen. Mal schauen. Ich möchte jetzt gar nicht warten, bis wir da hochkommen. Am Schluss verlieren wir hier viel zu viele Leute. Der Bunker ist gesäubert. So, jetzt fahren wir mal mit unseren Trucks hier ein Stück weiter nach vorne. Hier ist auch noch die Fahne. Jetzt müssen wir mal gucken mit unseren Scharfschützen. Oh, wir haben unser schweres MG verloren. Sanitäter, Grenadier, MP-Schütze. Ja, du nimmst jetzt mal bitte das MG mit. Das brauchen wir auf jeden Fall. Oh, hier haben wir Versorgungsstation, also Nachschub. So, du musst jetzt erstmal dein MG hier einfahren. Das ist natürlich die Frage, das Beste, weil ich gehe jetzt davon aus, wenn die hier markiert sind, dass hier auch Einheiten drin sind. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir denn am blödsten hier unser MG stationieren. Ich gehe jetzt mal davon hier aus, dass wir es hier lassen. Ihr geht jetzt mal schön langsam hier vor. Und solange ich das nicht sicher weiß, will ich ja den Turm hier nicht einnehmen. Weil so bin ich wirklich sehr, sehr leichtes Feuer hier für die. So, mit unserem Offizier mal ein Stück nach vorne, unsere Scharfschützen hinterher. Die könnten wir eigentlich mal in die Wälder hier vorschicken. Mit Sicht, Reichweite hier rüber. Dann sehen wir ja gleich, ob hier noch irgendwo Einheiten stehen. So. Offizier, deck mal hier das Ding auf. Sind hier ein. Oh ja, da sind Einheiten drin. Der wird außer Reichweite sein hier. Müssen wir mal das MG einfahren, ein Stück nach vorne setzen, dass der das Ding hier mal unter Beschuss nimmt. Ja, ich würde sagen, vielleicht hier. Das werden wir dann sowieso sehen. Ob die dann das Feuer auf uns eröffnen in der Reichweite oder ob wir Glück haben. Und der kommt hin. Komm, fange Schießen an. Oh, was ist hier? Oh mein Gott. Ja, hier habe ich natürlich jetzt überhaupt nicht aufpasst. Komm, zerstört die Leute, zerstört sie. Es sind so viele verwundet. Nein! Wir haben unsere ganzen Einheiten verloren. Was soll denn das jetzt? Hey, haben wir jetzt noch irgendwo Sanitäter? Hier haben wir einen. Das ist natürlich jetzt ganz blöd und ja, jetzt wird einer nacheinander sterben. Also, das müssen wir leider nochmal neu starten. Oh, nein, 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 nein. Laden. Da habe ich natürlich jetzt überhaupt nicht aufpassen. Ich habe jetzt eigentlich schon gedacht, in die Wälder hier oben sind sie sicher. Aber so wie man es jetzt gesehen hat, waren ja die Amis, jetzt ein paar Soldaten, die haben meinen ganzen Trupp da oben aufgerieben. Das ist natürlich schon übel. So, jetzt müssen wir nochmal anfangen, dass wir den Bunker auf jeden Fall erstmal hier einnehmen. Da ist unser Offizier, da haben wir unser MG, das bauen wir jetzt mal hier wieder auf. So, du musst dich mal bitte hinlegen und du auch. So, jetzt müssen wir mal aufpassen. Die Nummer 8, die setzen wir mal hier mit rüber. Nummer 3 hier rüber. So wie wir es auch schon vorgehabt haben. So. Da wir eh schon dabei waren, werden wir hier ein Flugzeug hier draufhetzen. Sicher ist sicher. So, mit unseren LKWs. Ne, wir lassen das jetzt mal so zerstören. Dann machen wir jetzt erstmal weiter überhaupt nichts. Jetzt schauen wir erstmal hier hin. Wir gehen jetzt erstmal nicht weiter vor. Wir bleiben jetzt mal schön hier dann in die Büschen. Dann werden wir gleich zur Absicherung trotzdem mal noch ein LKW mit hinstellen. Oder ich glaube sogar zwei. So, du gehst jetzt mal bitte hier hin. Hier haben wir noch unsere 9er Einheit. Die bleiben jetzt mal hier. Ja, jetzt sind da schon wieder welche. Ja. Naja, hier werden wir natürlich nicht gleich aufpassen. Bleib doch mal in Stellung. Warum denn diese LKWs nicht das Feuer öffnen, verstehe ich nicht. Die haben doch eigentlich eine sehr, sehr gute Reichweite. Ja. Oh, einer ist leer.
Ne, ihr bleibt jetzt bitte hier. Ihr bleibt hier, Leute. Komm, komm, komm. Hier bleiben. Lasst sie kommen, lasst sie kommen. Dann schicken wir mal trotzdem noch den LKW mit hin. So, wie schaut es hier mit dem Bunker aus? Ah, der Bunker ist noch. So, Leute. Ist der Bunker jetzt ausgeschaltet? Na, ich glaube noch nicht ganz. Weil rot ist er noch. So, ja, da haben wir ihn. Ah, ich glaube, jetzt müssten wir es ausgeschaltet haben, alle. Haben wir hier noch einen Verwundeten? Ne, schaut nicht so aus. Jetzt werden wir erstmal wieder einen LKW unter unsere Kontrolle hier nehmen. Einen Sanitäter lassen wir mit draußen. Dann nehmen wir mal zwei LKWs. Oh, ne, hier stehen nämlich noch welche. Komm, nimm sie unter Beschuss. Zerstört es doch. Ne, unseren Offizier möchte ich nicht. Grenadier, MP-Schütze. Oh, das kann doch nicht sein, dass die so lange brauchen hier, um die paar Einheiten hier zu zerstören. So. Bunker ist gesäubert, ihr seht es selber. Jetzt müssen wir mal schauen, was denn hier noch in dem Haus hier drin ist. Da die hier markiert sind, gehe ich... Oh, jetzt haben sie es, oder? Ah, noch nicht ganz. Da die Häuser markiert sind, gehe ich mal stark davon aus, dass der Feind hier auch drin ist. So, du baust mir jetzt mal bitte dein MG hier auf. Ich hoffe natürlich, dass wir... Oh, nein, 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 da wird er beschossen, das können wir nicht machen. Ich hoffe natürlich, dass der so in die Reichweite kommt. Ah ja, unser MG-Schütze kommt hin. So, ihr seht auch, Gegner sind drin. So, jetzt müssen wir mal schauen. Also ich glaube, allzu viel haben wir gar nicht verloren. Haben hier natürlich unseren Fahrer verloren. Sanitäter lassen wir außen dabei. So, gehst du bitte mit hier rein. Die LKW sind jetzt erstmal schon mal gute Unterstützung. Auch wenn sie jetzt zwar nicht so allzu schnelles Feuer haben, aber jetzt erstmal, wie gesagt, besser als gar nichts. So. Oh, wir haben hier auch noch einen MG dabei. So. Müssen wir auf jeden Fall mit unserem MG weiter nach vorne. Der hier. Ja, müssen wir dann ungefähr hier positionieren, gehe ich jetzt mal davon aus. So, müsste ja eigentlich dann in Schussreichweite kommen. So Leute, hier geht's hier vor. Ja komm, schießen wir weiter. Ja, so, jetzt wird's von beiden Seiten unter Beschuss genommen. Also das Gebäude dürfte jetzt eigentlich jetzt mal überhaupt kein Problem mehr für uns sein. Wir haben hier noch Einheiten. Ja, die sollen jetzt erstmal in aller Ruhe hier zerstören. Das Problem ist halt, ich komme mit meinen LKWs nicht nah genug ran, weil die haben irgendwie so eine kurze Reichweite von ihren MGs, was ich natürlich überhaupt nicht verstehe, dass sie mir hier die ganzen Leute dann hier von den MGs hier wegschießen. Na, ihr seht's. Aus dem Haus haben wir schon feindliches Feuer auf unsere LKWs. Und die LKWs schießen nicht. Also das ist halt wirklich verdammt blöd. So, ihr, euch lassen wir mal mit hier oben. Wieso, ist das Haus leer? Ja, das Haus ist leer. Dann werden wir unsere MGs weiter nach vorne positionieren. Gehen auch gleich mit unserem Offizier weiter und mit unseren Scharfschützen. Du setzt mal dein MG jetzt... Ah, schwer zu sagen. Wir probieren es jetzt mal hier. Und dich probieren wir jetzt mal hier. Sobald er unter Feuer kommt, ziehe ich den eh wieder zurück. Ja, das ist zu nah. Das ist zu nah. So, Offizier. Okay, der schießt schon mal. Warum schießt der nicht? Bist du noch zu weit weg?
So, haben wir unsere Scharfschützen. Dann setzen wir mal das MG ein Stück weiter nach vorne. Ah, jetzt schießt er. So, super. Oh, aber der ist auch unter Feuer. Also den müssen wir jetzt beobachten, dass wir den auf jeden Fall nicht verlieren. So, Scharfschützen, nehmt euch mal den hier am Fenster vor. Ah ja, da müssen wir aufpassen. Halbe Gesundheit hat er noch. Aber den müsste er eigentlich schon schaffen hier oben. Na? Komm, schießen jetzt weg hier oben am Fenster. Jetzt ist Gesundheit... Ah, ja, 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 sehr gleich. Aber jetzt haben wir ihn. Nein, da ist noch einer. Okay, jetzt haben wir den leider verloren. Leider, leider, leider. Also, da müssen wir den ein bisschen nach vorne setzen. Das Nachschubdepot haben wir eingenommen. So, das setzen wir jetzt mal hier hin. Mal schauen, was weiter nur aus die Fenster hier rauskommt. Oh ne, das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Bau ab, bau ab, bau ab. Scheiße. Oh, wie kommen wir jetzt hier am besten hier an dieses Gebäude hier ran? Da haben wir unsere Scharfschützen weiter nach vorne. Das MG müssen wir auf jeden Fall abbauen lassen. So, Leute, ihr müsst jetzt trotzdem mal weiter mit vor. Ihr müsst denen jetzt mal helfen. So, die Scharfschützen helfen mit. Ah, jetzt sind hier mehr an die Fenster. Da müssen wir aufpassen. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall aufpassen. Scheiße. Ah, Sanitäter haben wir dabei. Scharfschützen, komm, schieß den hier weg. Endlich, Gebäude ist leer. So, jetzt bleibt ja nur noch dieses Geschütz hier hinten. Ne? Was haben wir hier? Achso, die sind... Da haben wir noch einen. Was haben wir hier? Den Grenadier. Hier haben wir noch Einheiten. Ein Sanitäter. Den brauchen wir auf alle Fälle. Den dürfen wir nicht hier lassen. So, und dann werden doch hier unten... wird noch ein Punkt angezeigt. Was ist denn damit gemeint jetzt mit dem weißen Punkt? Ah, jetzt ist er weg. Ach so, der deckt nur die leeren Fahrzeuge auf. Jetzt. Okay. Also, ihr geht jetzt mal hier hin. Wie es jetzt mit unseren Verlusten ausschaut, ist natürlich jetzt eine gute Frage. Ach so, jetzt gucken wir mal hier rüber, was unsere Flugzeuge... Haben die jetzt angegriffen? Werden wir dann sehen, wenn wir näher kommen. Wir müssen dann erstmal einen Aufklärer hinschicken, um zu schauen, ob in den Häusern überhaupt irgendwas drin ist. Aber wie gesagt, wir haben eh drei Stück und ich glaube nicht, dass ich für die kleine Insel hier drei Erdkampfflugzeuge brauche. Ja, vielleicht für die Stellung bin ich mir noch gar nicht so sicher, aber hier hinten glaube ich schon mal nicht. Also können wir es ja noch verbrauchen. Hier haben wir eine zwei Scharfschützen, ne? Die lassen wir jetzt auch mal gleich auf der Nummer 6. So, ihr geht mal vorsichtshalber dahin. Dann werden wir auch diesen LKW hier noch mitnehmen. Achso, das MG müssen wir noch holen. Das MG will ich auf jeden Fall mitnehmen. So, hier haben wir unseren Offizier. Den lassen wir bei unseren Scharfschützen. So, da müssen wir eigentlich die Einheiten alle zusammen haben. Jetzt müssen wir mal hier schauen. Zwei. Da fehlt einer. Sanitäter. Du gehst mit den LKW rein. Ihr seid noch besetzt. So, ihr kommt jetzt mal hier nach vorne. Das Einzige, was ich jetzt machen werde, wir haben jetzt den Flughafen unter unserer Kontrolle, dass ich jetzt mal schnell trotzdem nochmal speichern werde. Weil nicht, dass wir dann hier drauf gehen, dass man dann den Flughafen nochmal hier einnehmen muss. Jetzt hat es eigentlich sehr, sehr gut geklappt. So, du kannst dein MG hier abbauen. Die werden wir jetzt auch zusammenfügen hier mit den MGs, dass wir hier gar nicht lang suchen müssen, wer denn hier welches hat. So, das sind die zwei hier. Also, die machen wir jetzt auf 6, haben wir gesagt. Die werden wir aufteilen. Machen wir die auf 1. So, ihr geht jetzt mal schnell hier hinter, dass wir hier nicht durcheinander kommen.
So, euch machen wir auf 2. Dann könnten wir ja... Halt. Der Grenadier kann zu 1 dazu. Euch machen wir auf 3. Dann haben wir ja den noch. Also den lassen wir auch auf 3 mitlaufen. Da müssen wir mal schauen. Hier Munition passt. Wir könnten hier mal trotzdem Munition auffüllen lassen. So, die können sich mal auffüllen. Jetzt müssen wir hier weiterschauen. Was haben wir hier? Die lassen wir jetzt für den Trupp. Machen wir die hier mal 4. Die haben wir 6. Und was ist jetzt Nummer 8? Achso, dieser eine Soldat hier. Ja, das lassen wir ja bei 1, haben wir gesagt. So. Den Punkt hier muss man dann anscheinend gar nicht mit einnehmen. Also wie gesagt, kann man nicht einnehmen, wenn die vorne oben bleibt. Das sind dann nur wie so Nachschubdepots, die man einnehmen muss. Also, wir werden jetzt erstmal vorsichtig mit unseren Offizieren, unseren Scharfschützen hier vorgehen. Und schauen, ob wir den überhaupt einen Gegner haben, bis hier zu dieser Stellung hin. So Leute, komm, geht da mal schön langsam vor. Könnt ihr auch in gegrabbelten Zustand. So, hier sehen wir schön, wie es aufgefüllt wird. Und Benzin. Der passt noch komplett. Also den kann man schon mal so lassen. Ne? So, wie schaut es hier aus? Benzin ist voll. Der ist auch voll. So Leute, geht's nochmal schön langsam hier vor. Kann ja wirklich sein, dass hier überhaupt nichts mehr ist, aber man weiß es nicht. Es könnte ja trotzdem mal noch ein bisschen schneller laufen. Bis man dann trotzdem mal in Feinkontakt kommt, da kann ich immer nur hinlegen lassen. Oh, 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 da sind welche zurück. Jetzt war ich doch ein bisschen zu schnell. Nein! Komm, weg, 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 weg. Nein, wir haben unseren Scharfschützen. Scheiße. Haben wir einen Sanitäter hier dabei? Ja. Komm, den Scharfschützen brauchen wir noch. Da war ich zu schnell, da war ich zu schnell. Komm Leute, zerstört es, ich brauche meinen Scharfschützen. Ey, was macht ihr? Komm. So. Jetzt mal schnell hier heimlassen, ne? Da ist mein Scharfschütze. Gott sei Dank, da haben wir Glück gehabt jetzt, wirklich. Oh, da war ich doch ein bisschen zu schnell. Also ihr seht selber, zu schnell vorrücken ist natürlich auch nichts. So, jetzt macht ihr erstmal die Vorhut hier. Ihr bleibt schön im Hintergrund. So, dann haben wir Einheit 2. Die bleibt hier mal in die Büschen. Einheit 1 wartet jetzt erstmal noch. Ah, jetzt können wir uns auswählen. Fahrer oder... Oh, was haben wir denn hier? Ein Mörsertrupp? Ist das ein Mörsertrupp? Ja. Können wir die Mörser an uns nehmen? Nee, das geht gar nicht. Die Mörser können wir uns gar nicht mitnehmen. Oh, das ist aber ärgerlich. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn wir jetzt die Mörser zu uns nehmen könnten, ne? Halt, Offizier, du bleibst bei mir, ja? Nein, wir können die Mörser nicht mitnehmen. Sanitäter haben wir noch. So, jetzt müssen wir mal schauen hier. Achso. Ja, okay, die LKWs nehmen wir jetzt mal trotzdem so mit. Jetzt nur von denen zwei haben wir den MG-Schützen verloren. So, schau doch mal hier vor. Dann müssen wir mal schauen, dann ist hier 100% was. Unsere Scharfschützen. So, Trupp 1, ihr zieht nach. Ja, mal gucken, ja. Oh, da haben wir noch Flakgeschütze. Ah, schade, jetzt aber so aus.
Ja, die Häuser sind besetzt, seht ihr hier? Wird rot, da sind Leute drin. Da sind Leute drin. So, EKWs, ihr geht weiter nach vorne zum Absichern. Also anscheinend sind hier nur zwei Flakstellungen. Einheit 1. Einheit 4 ist hier drüben. So, ich wollte ja die Leute eigentlich gesondert nehmen. Das sind die zwei hier. Da werden wir jetzt mal die MG-Stellungen hier aufbauen lassen. In Sicht hier rüber. Vielleicht sind wir jetzt von der Sicht, von der Sichtweite dran, dass wir hier die Dinger aufbauen, beschießen können. So, hier haben wir unseren Scharfschützen. Ich gehe jetzt mal noch ein Stück nach vorne. Oh, da haben wir die dritte Flak. Ja, Hammer. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal schauen. Die Flakgeschütze sind beseitigt, Major. Ach, das waren alle Flakgeschütze. Okay, wir haben alle. Zusätzliche Luftunterstützung erhalten. Ja, die sind aber leider nicht nah genug an dem Haus hier dran. So, dann musst du noch ein bisschen näher ran. Jetzt machen wir das einmal so. Hast du Sichtweite oder noch nicht? Ja, sehr leise. Nee, hat er leider auch nicht. Ihr müsst doch mal hier... Ah, er schießt! Okay, aber die schießen zurück. Also das ist natürlich blöd. Sobald wir in Schussreichweite kommen, schießen die auf unseren MG-Schützen, ja? Ja, wenn ich jetzt nur wüsste, ob die Häuser auch alle besetzt sind, ey. Dann gehen wir trotzdem mal ein bisschen weiter mit unserem Scharfschützen nach vorne. Unsere LKWs als Absicherung. Auch einen hier hinten. Oh ne, jetzt muss er weg. Sonst stirbt er. Du sollst abbauen und sollst weggehen. Komm, jetzt geh weg. Ja, und der schießt einfach nicht. Würde mich natürlich jetzt schon interessieren, ob ich jetzt meine ganzen Flugzeuge hier auf diese Häuser hetzen soll. Weil wenn ich jetzt denke, wenn ich... Ah, wen schießt denn hier? Ah, die Scharfschützen schießen. Wenn jetzt da wirklich alle Häuser besetzt sind, dann werde ich ja meine ganzen Leute hier verlieren. 100%, wenn wir da hingehen. Jetzt werden wir trotzdem mal Einheit 4 hier oben hinjagen, hier in die Büsche rein. Hier haben wir auch noch einen, unseren Grenadier. Den nehmen wir mal hier mal mit. So, LKWs, ihr könnt weiter nach vorne. Aber wir gehen jetzt mal mit zwei LKWs lieber hier hinten rum. So, Scharfschützen, warum schießt der nicht weiter? Weil hier keiner aufgedeckt ist. Vielleicht ist ja hier in dem Gebäude zum Beispiel schon mal gar keiner drin. Ah, doch. Da ist auch jemand drin. Ja, dann würde ich sagen, wir hetzen jetzt unsere Flugzeuge hier auf die Häuser. Weil ich gehe jetzt wirklich davon aus, dass wir da viel zu viele Leute verlieren werden. Was haben wir hier? Eine Ziege oder was? Oh! Geh weg! Ist natürlich die Frage, ob wir mit diesen Bulldozern hier Häuser einreißen können. Das werden wir uns trotzdem mal einholen. Das werden wir jetzt mal hier unten probieren. Das wäre natürlich schon cool. Weil dann reißen wir die Häuser einfach ein da oben. Oh, jetzt ist alles rot. Ah ja, ihr seht. Hier ist jede Menge an Feind. So, wo sind die Dinger überhaupt gewesen? Ne?
Waren die hier irgendwo? So, Scharfschützen, schießt dann da. Überall sind Gegner drin. Ah, das Haus ist leer. Seht ihr, das ist... Oh, das Haus ist auch leer. Nein, wir haben die auf die falschen Häuser gesetzt. Da sind gar keine drin. Nein, 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 nein. Scheiße. Ah, hier stehen sie. Jetzt zerstören wir die falschen Häuser, Leute. Ja. Ja, das hat sich natürlich gelohnt jetzt. Ah, die Häuser, die besetzt sind, haben wir keine Flugzeuge drauf. Oh, das kann auch nur mir passieren. Das kann ja wirklich auch nur mir passieren. Die Leute kriegen wir ja auf jeden Fall so weg, das ist überhaupt kein Problem. So, jetzt schauen wir mal wegen unserem Bulldozer hier unten, ne? Können wir das irgendwie einreißen oder ist das nur zum Ziehen? Planierraube, ja, aber das wäre doch super, wenn man hier mit kleinen Gebäude einreißen könnte. Einfach mal hier reinfahren. Na, das wird aber leider nicht funktionieren. So, wie kommen wir denn jetzt am blödsten hier an diese Häuser ran? Das ist natürlich die Frage. Ihr seht, das Haus hat auch noch einen halb guten Zustand. Nochmal ein Flugzeug opfern. Vor allem wissen wir auch nicht, was hier drüben halt noch alles steht. Das ist halt das Nächste. Die können ja, wie gesagt, man hat jetzt nur Einsicht hier auf diesen Schützengraben. Was mich halt nur ein bisschen wundert, ist die Fahne hier. Also ich gehe aus, dass hier auf jeden Fall noch Feinde sind. Hier hinten denke ich mal jetzt nicht mit so viel. Aber hier könnten ja beispielsweise noch Geschütze irgendwo rumstehen. Man weiß es nicht. Also das eine Flugzeug werde ich mir jetzt auf jeden Fall noch sparen. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir irgendwie hier an diese Häuser hier rankommen. Das tun wir jetzt mal unsere Scharfschützen hier runter. Weil die schießen ja nur auf Fenstern, die auch vom Gegner besetzt sind. Also hier müssen wir aufpassen. Wenn jetzt hier nämlich keine Gegner mehr stehen, sondern an diesen Fenstern, ist ja klar, dann können die ja nicht hier drauf schießen. Das ist ja schon mal vollkommen klar. Sollen wir trotzdem mal hier die Planierraub hier hochbringen? Ihr könnt mal hier vorziehen. Ja komm, dann nehmt ihr mal das hier unter Beschuss, ey. Nee. Naja, die Planierraupe hier bringt uns überhaupt nichts. Naja, und wie gesagt, die LKWs, das ist eigentlich überhaupt keinen Sinn, ey, weil so wie die schießen, bringt mir überhaupt nichts. Wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir hier mit unseren Scharfschützen schauen, dass wir hier in diese Häuser hier die Leute von den Fenstern hier wegschießen. Wie gesagt, das hat jetzt Scheiße mit unseren Erdkampfflugzeugen, was wir jetzt hier gemacht haben. Wir haben die falschen Häuser angreifen lassen. Ah, hier sind sie drin. Ja, und die lassen wir jetzt auch in aller Ruhe jetzt erstmal hier drauf schießen. Also da müsst ihr halt ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, seid nicht so voreilig, spät doch lieber erstmal die Häuser aus. Weil das, was ich jetzt hier gemacht habe, ich habe zwei Flugzeugangriffe verschenkt. Und mit diesem Haus hier. So, komm. Oh ne, jetzt werden sie unter Feuer genommen, scheiße. Dann sind wir doch ein bisschen zu nah dran. Müssen wir trotzdem mal hier bleiben, so. Du gehst weg. Scharfschützen, komm. Und hier sind sie ja auch an diesen Fenstern. Also da würde ich sagen, würde jetzt eine Option wie im Blitzkrieg 3 natürlich gut sein, ein Haus zu stürmen. Aber das haben wir hier überhaupt nicht. Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist Granate schmeißen. Dass wir das Haus so zerstören.
Ja. Das ist auch die beste Option, was wir jetzt hier haben. So kriegen wir es wenigstens gut aus den Häusern raus. Also das hat schon mal super geklappt. Natürlich die Blöde ist, was machen wir denn hier unten jetzt noch? Ja, das lassen wir jetzt trotzdem noch die Scharfschützen erledigen. Jetzt gehen wir mal trotzdem mal ein Stück nach vorne. Schauen, bei hier waren ja auch noch Infanterie, die war draußen, ne? Oh, 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 oh. Nein. Na, bleibt da mal ihr bitte in den Wäldern hier. Das wäre meine ich schon mal lieber. Und die kämpfen immer noch an dem Haus hier unten rum. Wir können jetzt trotzdem mal schauen, dass wir seitlich hier ans Haus hinkommen und das auch mit den Granaten hier. Ah. Ja komm, wir werden es jetzt so machen. Komm, Leute. Ah, das Haus ist sicher. Komm, Leute, greift an. Zerlegt den jetzt bitte. So, die Leute heilen ganz, ganz dringend. Die brauchen wir. Also, jetzt sind wir doch eigentlich sehr, sehr gut. Wir haben das hier erobert. Natürlich weiß ich jetzt nicht, ob jetzt hier noch Einheiten sind. Dann müssen wir jetzt mal uns ganz, ganz vorsichtig hier rantasten. Ne, schaut nicht so aus, dass hier noch welche sind. Ne, haben wir eingenommen. Man könnte eigentlich schon unsere Fahne hier mal schwenken. Die LKWs nehmen wir mit. Die LKWs nehmen wir mit. Nehmen jetzt aber auch nur die LKWs, die was wirklich nur gut in Schuss sind. Ihr seht, der ist ja fast kaputt hier. 222, die sind alle besetzt. So. Die LKWs bringen wir jetzt mal alle hier hin. Ach, hier oben haben wir ja auch noch zwei. So, ihr bleibt zur Absicherung jetzt mal hier stehen. Ihr könnt da aufstehen, da müsst ihr nicht mal grabbeln, Leute. So, komm. Ach, das ist unsere Planierraube. Was will ich denn denn mit dem Ding? Ja, dann nehmen wir den jetzt trotzdem mal mit hier. 2, 2, 2, 2, 2. Ah, hier ist noch einer. Na, unseren Sanitäter tue ich nicht mit rein. Unseren Offizier auch nicht. So, du gehst mal hier mit rein. Planierraube haben wir ja gesagt, brauchen wir nicht. So, jetzt müssen wir mal schauen, was uns denn jetzt auf der anderen Seite hier erwartet. MP-Schützner. Scharfschütze. Die nehmen wir mit. Und unseren Offizier. Halt, einen Sanitäter nehmen wir mit. Die werden wir jetzt, glaube ich, auch gleich als Truppe hier lassen. Denn MP-Schützner, Sanitäter, Offizier und meine Scharfschützen. Das machen wir jetzt mal auf Nummer 5. Auf Nummer 5. Euch könnten wir jetzt mal alle aufstehen lassen. So, dann machen wir euch Nummer 1. Hier mal ein Sanitäter. Jetzt müssen wir schauen, ob hier ein Sanitäter dabei ist. Zwei Stück. Hier, die sind alle besetzt. Ja, dann können wir den mit hier reinmachen. In den 1. Dann machen wir 3 Stück auf Nummer 2. 4 Stück auf Nummer 3. So, das machen wir auf Nummer 4. Und was haben wir denn jetzt noch mit 6? Ach, du alleine. Du bist ja alleine hier unten, ne? Nee, du kannst hier auf Nummer 1 mit reingehen. So, jetzt haben wir alle verteilt. 4 Gruppierungen haben wir noch. Also, wie gesagt, wir wollen ja hier drüben aufdecken. Ja, ich befürchte trotzdem, dass hinter der Brücke irgendwas ist. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden es probieren. Ich hoffe, dass wir mit unseren Scharfschützen hier Sicht bekommen. Ah, schaut nicht so aus, dass wir Sicht haben. Ich weiß nicht, ob diese Jeeps hier weiter aufklären. Müssen wir jetzt mal gucken. Wäre natürlich super.
So, euch bringen wir mal hier in Stellung. Sicher ist sicher. Weiter fahrt er mal noch nicht vor. Kann ja sein, dass gar nichts ist, aber zur Absicherung... Na, ich traue dem Ganzen hier nicht ganz. Schluss... Ah, siehst du, was habe ich gesagt? Nein! Scheiße! Ah, was wird denn hier sein? Scharfschütze? Hallo? Ah, MG-Stellungen. Scheiß. Oh, die erste haben wir zerstört, super. So, Scharfschütze. Scharfschütze. Müssen jetzt mal schauen, dass wir die zweite Stellung hier noch wegkriegen. Ach, das war alles. Nein. Ob das jetzt wirklich so gut war, hier mein letztes Flugzeug einzusetzen, ich weiß ja nicht. Na, ein bisschen haben wir noch. Jetzt ist es. So, die Brücke ist frei. Scheiße, der eine Scharfschütze ist schon übelst angekratzt, ey. Tja, ich glaube, wir ziehen jetzt trotzdem erstmal mit LKWs nach vorne. So, du. Dann du. Und dann du noch. So, und dann rücken wir erst mit der Infanterie nach. Vorher überhaupt nicht. Wie gesagt, allzu viel Infanterie haben wir nicht mehr. Und wir haben ja noch immer noch ein richtiges kleines Stück hier auf der Karte zum Vormarsch. Also, müssen wir mit größter Vorhut hier vorgehen. Und ihr habt es ja selber gesehen, mein Scharfschütze ist ja jetzt auch schon ein bisschen angeschlagen, also einer zumindest. So, hier schaut es ja nicht einmal so schlimm aus, also hier dürfte gar nichts sein. Ne, hier ist schon mal nichts. Hier ist auch nichts. Oh, hey! Wer schießt denn hier auf mich? Mörser! Leute, schießt es weg, Mörser! Oh mein Gott, jetzt haben wir einen LKW verloren. Hey, da ist ein Sanitäter drin. Komm mal raus, tu mal den heilen, ey. Scheiße. Das war jetzt bestimmt einer von den guten LKWs, ey. Also, da muss man trotzdem aufpassen hier. Sind überall verteilt. Wie gesagt, hier war jetzt ein Mörser-Drop. Aber ich ziehe mal jetzt trotzdem mal ganz langsam hier nach. Trupp 1. Trupp 4, unser Scharfschütze. So, wo sind wir denn jetzt hier? Also, wie gesagt, das wird noch blöd hier. Weil wir nicht wissen, was da drin ist. Wir wissen nicht, was da drin ist. Jetzt, wie gesagt, jetzt haben wir auch diesen LKW noch verloren. Scharfschütze, komm. Nee, du gehst jetzt mal ein bisschen hier hin. Hier ist ja nichts zum Einnehmen. Ja, aber Trupp 1, ihr könnt jetzt trotzdem mal hier reingehen. Na, nee, das Haus ist weiß, also das ist schon mal nicht besetzt. Das ist schon mal was Gutes. Ihr sichert mal unseren Scharfschützen ab. Oh, hinlegen, Leute. Was haben wir hier? MG-Stellung. Ah, MG-Stellung ist ausgeschaltet, das ist schon mal super. So, aber da ist ja noch einiges hier im Schützengraben. Was haben wir hier noch? Unseren Offizier. Da ist mein Sanitäter. So, den LKW haben wir noch, den lassen wir jetzt auch mal. Na, den ziehen wir hier mit hin. So, Trupp 1. Ah, ich habe leider nicht wirklich einen guten Sichtradius jetzt dahin. Wo ist mein Offizier jetzt? Hier.
Also Wichser, ihr müsst schön hier abdecken, Leute. Scharfschütze, komm. Ihr müsst doch hier in die Reichweite kommen. Oh, ich werde beschossen. Leute, 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 schießt es weg, ey. Ja, fehl mir natürlich hier meine Scharfschützen jetzt. Naja, dann kommt alle nacheinander, das passt auch. Ah, ich hätte mein MG aufbauen sollen. Komm, 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 komm. Oh, das war heftig. Das war heftig. Sanitäter. Naja, ihr geht jetzt trotzdem mal noch in den LKW rein. Also den LKW verschenken wir jetzt nicht. Den nehmen wir jetzt auf jeden Fall mit. Wie schaut es mit euch hier aus? Jetzt natürlich die gute Frage. Gibt es hier unten noch was? Den Offizier. Naja, wir könnten jetzt ja trotzdem mal einen opfern. Nur mal so zum Aufklären. Hier unten. Ne? Mal schauen, ob hier unten noch was ist. Vor allem, was das mit dieser Fahne hier zu tun hat. Boah, fährt der denn? Der Typ ist eh tot, da brauchst du nicht nur drüber fahren, ey. Nee. Hier ist nix. Hier ist wirklich nix. So, jetzt schauen wir mal hier in das Haus noch rein. Ist auch leer. Oh, Schützengraben ist auch leer. Okay, Leute, hier hinten ist die Stellung. Ja, dann benutzen wir jetzt den einmal als Aufklärer hier. Schicken aber trotzdem gleich unseren... Ja, die schicken wir jetzt trotzdem mal in die Schützengräben. Sicher ist sicher. LKW voraus. Oh, hey, wir haben doch noch Flakstellungen. Ich habe gedacht, die sind alle weg. Warum greift ihr nicht an, Leute? Ich habe jetzt eigentlich schon gedacht, dass die Flakabwehrstellungen alle erledigt sind, so wie er das vorhin gesagt hat. Aber ihr seht ja selber, wir haben ja immer noch welche. So, die sind in die Schützengräben drin. Der ist noch fahrbereit. Also komm. Naja. Dass nicht da die KI so blöd ist und steigt nicht von ihren Geschützen ab. Lassen sie jetzt einfach ganz normal ihr Tod schießen, da. Geschütze sind beseitigt, Major. Sie haben zusätzliche Luftunterstützung erhalten. So, zusätzliche Luftunterstützung. Ha, was brauchen wir jetzt hier hinten noch? Das ist natürlich eine gute Frage. Nee, wir klären jetzt trotzdem mal hier auf. Schauen wir, was hier noch alles kommt. Au, ein Panzer! Ein Panzer! Nein, 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 Leute, wir brauchen unser Flugzeug. Wir brauchen unser Flugzeug für den Panzer. Also es kann nicht sein, dass jetzt wirklich in der Mission ganz am Schluss noch ein scheiß Panzer kommt. Was haben wir jetzt noch an Einheiten? Also hier haben wir nichts mehr. Naja, wir brauchen jetzt das Flugzeug. Ich habe mir wirklich gedacht, wir marschieren jetzt hier hinter, erledigen die Geschütze und gut ist. Wo bleibt unser Flugzeug? Ah, hier kommt er. So. Komm. Halt, wo fliegst denn du hin? Da, genau. Jetzt dreht er ab und jetzt kommt er gleich. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt das bei dem Panzer... Ja, genau, haben wir sogar richtig gesetzt. Komm. Ah. Saugeiler Treffer, Leute. 3 Sterne haben wir voll. Das ist schon mal top. Wollten wir ja haben. Panzer ist weg. So, dann nehmen wir mal unsere Scharfschützen jetzt hier. Der wird ja eh noch ein bisschen angreifen hier hinten und dann können wir jetzt in aller Ruhe die Geschütze zerstören. So, steht da mal auf, Jungs. Wie gesagt, wir hätten zwar schon noch... Ach, Minen entschärfen, wir können gar keine Minen legen. Ja, wie gesagt, hätten wir den Panzer irgendwie auf die Minen oder was drauf gelenkt. Da haben wir natürlich noch ein MG. Ihr dürft jetzt gar nicht so weit vorgehen.
So, Trupp 1, komm. Komm, zerleg die Einheiten hier, Leute. Komm, 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 komm. So. Oh, hier haben wir die MG-Stellungen noch. MG-Stellungen. Wo rennt ihr hin? Hammer. Und jetzt die Geschütze. Komm. Halt. Ne, komm, tu doch mal den hier heilen. Komm, komm, komm. Wir lassen keinen Mann zurück. Und drauf mit euch. Komm, das schaffst du noch. Beeil dich. Ja, Hammer. Hammer wieder. Ein Geschütz haben wir noch. Und dann, bom, bom. Ist die Mission rum, Leute. Und vor allem drei Sterne hatte ich sehr, sehr selten. Ne? Wir haben uns zwar jetzt ein bisschen Zeit gelassen mit der Mission. Und die Stärke der kaiserlich-japanischen Armee unter Beweis gestellt. Die Insel wird sich im weiteren Verlauf des Krieges für uns als sehr wertvoll erweisen. Glückwunsch. Wie gesagt, wir haben uns zwar ein bisschen Zeit gelassen. Also wir sind jetzt in aller Ruhe vormarschiert. Aber das war mir jetzt mal lieber. Weil ich ja wirklich schauen wollte, dass wir alle drei Sterne bekommen und nicht allzu viel verlieren. Naja, zerstöre 5 Panzer und so weiter. Ich hätte mir eh nicht bekommen. War nur ein Panzer in der Mission. Töte einen Feind mit einem Kopfschuss. 14 Stück. Zerstöre einen Panzer von hinten. Ja, okay. Das war jetzt wegen unserem Bodenkampfflugzeug. Töte 10 Feinde per Kopfschuss. Töten Sie Feinde innerhalb eines Gebäudes. Silber, Silber, Bronze. Übernimmt das Kommando über ein zurückgelassenes feindliches Fahrzeug. Nee, also. Im Großen und Ganzen ist ja hier diese Erweiterung nicht einmal schlecht. Ist mal wieder was anders. Wie gesagt, diesmal mit Japanern. Also es müssen ja nicht unbedingt immer Deutsche oder sonst was sein. Japaner sind ja auch mal gut. Gibt es ja auch nicht wirklich so oft. Ich hoffe, euch hat die erste Mission gefallen. Dann lasst doch bitte ein Like da, würde mich sehr freuen. Vor allem auch über ein Abo würde mich sehr freuen. So würdet ihr auch keine weitere Folge verpassen. Weil wie gesagt, ich spiele ja nicht nur Strategie aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe wirklich verdammt viele Spiele. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr auf den Kanal schauen würdet. Ich wünsche euch nur einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.